So, einen schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Haben wir doch guten Morgen gesagt? Ich habe gesagt, ich soll nicht guten Morgen sagen, weil es könnte ja Abend sein. Ja, so ist schönen es. Schönen guten Abend. Auf jeden Fall. Hallo zusammen. Hallo. Wir stehen hier am Bodenseeufer. Nicht offiziell, ja, aber im Winter geht es mal. Ja, da muss ich dir mal alles so verraten. Und wir stehen nicht alleine da. Nein. Und wir haben heute Nacht wieder Besuch gehabt, also genügend andere. Ja, ich glaube, jetzt sind es 5 Wohnmobile und dann heute früh kam noch einer dazu. Ja, aber von diesen anderen Wohnmobilen sind nur für uns noch 2 andere relevant. Ja, einer ist dazugekommen und mit einem waren wir gestern Abend schon verbunden. Ja. Und wer das noch alles ist, das zeigen wir euch jetzt hier mal ganz schnell immer Schwenk. Genau. Ich hoffe, es könnte man erkennen. Und wenn nicht, dann bleibt jetzt einfach dran. Wir machen jetzt das Intro und dann geht's los. Genau so machen wir das jetzt. Frauen sind manchmal so langsam. Dann haben wir sie alle zusammen. Alle sind bewaffnet, ja. Wir sind jetzt hier beim Pepper. Und das sind die Pepperonis. Und wer ist da noch am Frühstücken? Natürlich Iris und Uwe. Promo-Welt. Ja, so geht es mit YouTubern, ja, die unterhalten die Leute. Ja. Jeder will sich selber. Da brauchst du nichts machen mit denen. Ne? Also, jetzt sind wir hier in Konstanz und als erstes wollte ich euch mal zur Imperia was sagen, die kennt ihr alle? Die Imperia. Also die Imperia, das ist jetzt mittlerweile das Wahrzeichen der Stadt Konstanz, steht seit 1993 da. Und ist von Peter Lenk, ich weiß, ihr kennt den Peter Lenk. Ja. Die ganze komische Figur. Oh, ja. Ja, also der Peter Lenk macht sehr viele Figuren, ist übrigens Franke, Mittelfranke, ja. Und er macht sehr viele Figuren. Und damit ihr einen Eindruck von Peter Lenk habt, also der Feuergasse. Ja, diese Feuergassen, die gab es überall in Konstanz. Die sind auch sehr wichtig gewesen im Mittelalter, weil wir sehr viele Stadtbrände gehabt haben. Im modernen Zeit braucht man das alles nicht mehr, so hat man sich gesagt. Man hat dann in diese Feuergassen hineingebaut, man hat sie überbaut und man hat sie auch mit Türen verschlossen, war im Mittelalter natürlich alles nicht der Fall. Wir haben zwei. So, kommen wir rein. Wow! Also, das sieht wirklich aus wie im Mittelalter hier, diese engen Gassen. Wohlhabenden, die haben sich auch an ihre Häuser so Ärger hingebaut. Ja, schon mal so. Ja, so hat es ausgeschaut. Ja. Und im Detail hat es dann, musste alles innerhalb der Stadtmauer erfolgen und haben einfach die 2-geschossigen Häuser aufgestockt. Das seht ihr auch da, ja, über den 2. Stock
ist dann praktisch nochmal zwei Stockwerke obendrauf gebaut. Eingestürzt, war es dann wieder aufgebaut. Man hat dann auch Seitenflügel hingemacht mit Holzdecken, die waren dann oberhalb der Fenster. Auch das ist dann wieder eingestürzt. Dann hat man sich das Flügel gebaut und hat dann, dass der Künstler entweder der gleiche war, der das Straßburger Münster künstlerisch bearbeitet hat, oder der hat sich zumindest davon inspirieren lassen, weil der gleiche Engel hängt auch in Straßburger Münster. Ja? Und da kommen wir jetzt zu meinen drei Lieblingsfrauen. Ja, ihr seht, die lachen alle oder grüßen freundlich, ja, jede auf ihre Art und Weise. Und man sagt, das hat mit den drei Runden, die man da herumgehen kann, zu tun. Bei der ersten Runde grüßt dich die, bei der zweiten Runde grüßt dich die, und bei der dritten Runde grüßt dann diese Dame recht freundlich. Und Dominikanerinnenkloster. Also da waren die Dominikanerinnen, ja, die waren also getrennt. Und das seht ihr ja hier auf dem Bild, wie das damals ausgesehen hat. Und man hat dann gesagt, wie die Eisenbahn gekommen ist. Das ist hier aufgemalt. Das ist um die Jahrhundertwende ist das aufgemalt worden. Und da fangen wir an. Hier Empfang der Mönche von St. Gallen auf der Reichenau. Das ist nur relativ, also Besuch Kaiser Karl des Großen, ja. Das ist nur relativ unspektakulär. Zähringen ist es dann geworden. Und deswegen haben wir auch noch einen Zähringer Platz hier in Konstanz. Dann, hier haben wir dann die Gründung des Klosters. Und wenn du das siehst, also da haben die Mönche den Bischof. So, dann haben wir hier den Inselturm. Das Türmchen sieht man nur von außen. Das ist jetzt nicht dahinter direkt. Ja. Heute ist es ein Bierlager. Ja. Und da sieht man den Jan Hus, wie er hier eingesessen hat. Der Jan Hus ist... kennt ihr die Geschichte von Jan Hus? Gruselgeschichte für Gabi. Jetzt. So, also schau mal, der Pfahl da außen, der Pfahl mit dem mit der Kugel da drauf, ja? Das ist der sogenannte Frauenpfahl oder Dreifrauenpfahl, ja? Und den haben wir extra für die Frauen errichtet, weil wenn ein Mann Ehebruch begangen hat, der ist gerädert worden. Und wenn eine Frau Ehebruch begangen hat oder ähnliche Delikte, dann ist die hier versenkt worden. Und das Ganze hat so stattgefunden, ja, dass man die Frau in einen Sack gesteckt hat. Dazu hat man dann eine Schlange und einen Affen oder eine Gans und eine Ratte oder sonst was reingesteckt. Also immer zwei lebendige Tiere. Und die hat man dann zu dritt dann hier versenkt. Und da sind sie dann elendig ersoffen. Das ist der Dreifrauenpfahl. Haben aber nicht die Konstanzer erfunden. Ja, das Ganze ist schon zu Zeiten der Römer eingeführt worden. Cool.
gruselig. Du wolltest was Gruseliges hören? Ja, jetzt hast du es. Genau. Das sind nur die Fakten, ja. Aber die Zeiten sind vorbei. Hier auf der Reichenau mit unseren lieben Freunden. Jawohl. Mit Gabi und Matze und Iris und Uwe. Und da gehen wir jetzt zur Kirche St. Georg. Georg, jawohl. Das ist hier die älteste Kirche, glaube ich, oder? Ja, müsste es so sein. Also ja. Auf Nein, die Säulenbasilika, glaube ich. Wir wissen es nicht. Nicht ganz genau, aber sie ist eine uralte Kirche, ja. Und hat wunderschöne Freske drin. Richtig. Jetzt schauen wir mal, ob wir überhaupt reinkommen oder ob womöglich noch Messe ist. Die Fresken sind frei zugänglich von Oktober bis einschließlich März oder April. Und nachdem wir jetzt Januar haben, müssen wir da reinkommen. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und die Fresken zeigen wir euch auch, da braucht ihr nicht extra herfahren. Ja, und ja genau, also kommt einfach mit. Ja, genau. Wunder Jesu. Und hier haben wir die Totenauferweckungen auf der rechten Seite und links, also wie zum Beispiel da die Fische. Also so genau bin ich mit den Bibelgeschichten auch nicht vertraut. Das muss man nachlesen, was die alten sind. Hier ist zum Beispiel der Lazarus, wie er wieder aufgeweckt wurde. Und da sieht man, wie die sich die Nase zum Beispiel zuhalten, ja. Weil der schon einige Tage tot war und hat er schon gestunken. Okay. Ja, diese Fresken sind alle hier aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Aber es ist im Prinzip ein Spottbild auf das dumme Weibergeschwätz. Ja? Und hier war der Predigtstuhl des Pfarrers gestanden. Und man sieht hier die Kuhhaut, auf die man ja früher geschrieben hat. Da sind vier Teufelchen, ziehen sie auseinander. Ja? Auf der Kuhhaut sitzt ein Teufel und der
zuckt praktisch, weil er sagt, ich kriege nichts mehr drauf. Und oben stehen zwei Damen, die sich unterhalten. Und das Bild soll zeigen, es geht auf keine Kuhhaut, das Geschwätz der dummen Weiber. Ja? Und es soll den Pfarrer wohl daran erinnern, dass wenn er es bei seiner Predigt hält, dass er nicht in dummes Weibergeschwätz verfällt. Dieser alte Klosterinsel und hier ist Weltgeschichte geschrieben worden. Ja. Es war damals, wenn Kinder aus gutem Haus gewesen sind und die haben also keine Chance gehabt, eine gutbürgerliche oder eine aus gleichen Hierarchie stammende Frau zu finden, weil sie zum Beispiel gelähmt waren oder behindert waren, dann hat man die ins Kloster gesteckt. Mhm. Und im Kloster haben die eine exzellente Ausbildung bekommen und hier waren also die Klosterbrüder, waren alles aus reichen Hause. Mhm. Und alle Kaiser und Könige sind hierher gekommen. Das ist also das Münster hier, bekannt durch die Reliquien. Reliquien habe ich ja gestern schon gesagt, das ist das A und O. Und hier sind ganz zwei berühmte Reliquien drinnen. Also ich muss erst mal zur Reichenau sagen, wie ist die Reichenau entstanden. Das war ja unbesiedeltes Land. Dann kam der Wanderbischof Pirmin, ja, hat die Insel. Hier sind wir auf der Reichenau und da gibt es die schönste Aussicht auf der Insel. Und man sieht, es ist alles ganz klar, kann man alles schön erkennen, wenn man weiß, wo ja, was ist. Wir alle drauf sind, wir drauf. Okay, sind ja. Der Helle muss aber halt vorne stehen. Ja, du kannst ja dann auch rüberkommen, du auch. So. Oder du bist drauf jetzt. Oder so kannst du auch. Ja. Aber du, warte ja, das mal, muss noch ein bisschen vielleicht rüber. Und dann musst du dich halt, damit du ja. Dann nachher auch eine andere Kamera von vorne wisch. Ja. Also. Nochmal. Ja, ich tue schon so schnell. Das war jetzt unser kleiner Wochenendausflug am Bodensee mit den Peperonis, Camping Life for Fun, mit Iris und Uwe von Iris und Uwes Wohnmobil. Und wenn es euch gefallen hat, wir YouTuber freuen uns immer, wenn wir einen Daumen hoch bekommen. Ja. Und Und wenn der Stadtführer eine gute Stadtführung macht, dann kriegt er auch Applaus. Also wir möchten uns ganz herzlich beim Helle bedanken. Das war so klasse und toll. Wir haben so viel Tolles erfahren hier über diese alte Stadt Konstanz. Wir sind begeistert und wir hoffen, wir können das irgendwann nochmal fortführen und weitermachen, weil es gibt bestimmt noch viel mehr zu berichten. Es gibt noch viel mehr, ja. Dankeschön. Vielen Dank. Und euch eine gute Zeit. Ja, gute Zeit. Tschüss. Ciao. Ciao.